Nee. So. Wir lassen jetzt die Bombe hier platzen. Jetzt werdet ihr alles gewahr. So. Moinsen, Montag, 17. Juni. Ich bin der Packe. Also ganz liebe Grüße an alle, die bestellt haben. An alle von euch, aber besonders an die, die bestellt haben. Ganz lieben Dank. Ich fange jetzt an mit dem Packen. Und wenn ihr dieses Video seht, haben wir auch noch eine Woche diese Rabattaktion. Also denkt dran, Sommer24 ist der Code. Ich blende das nochmal ein. Sven, denkt dran, wenn du das hier schneidest, einblenden. Gilt bis einschließlich 30.06. das Ding. So, ich habe hier ein bisschen zu tun. Jens ist draußen in Gang, der Bagger ist in Gang. Wie das da weitergeht, seht ihr dann später. Aber jetzt erstmal noch, heute ist ja Montag, heute kommt die Post relativ früh. Und dann geht morgen Großteil, oder morgen Abend ist ein Großteil von den Bestellungen weg. Und der Rest Mittwoch, das ist so der Plan. Also, Attacke, später. So, Stapler verkauft, Stapler aufgeladen. Der Stapler fährt Richtung Uelzen. So, mal gucken, was Jens da treibt, und dann gehen wir wieder ins Büro weiterpacken. So, Baustelle, bisschen Boden muss noch weg. Und dann kann Füllsand kommen. Und dann muss der Architekt kommen und uns die Höhe anmalen. Da warte ich gerade auch ein bisschen drauf. Und der Tiefbauer wartet noch viel mehr drauf als ich. So schlimme Watt, ne? Gibt es so ein kleines Baustellen-Update zum Feierabend. Also hier hat er schon angefangen, die olle Rinne, die Betonrinne rauszustemmen. Da liegt der Scheiß, da ist der Stämme. Pflastersand ist da, damit das hier irgendwie auch mal losgehen kann mit Steine setzen. Das muss ja noch weg. Jo, das ist diese Baustelle. Dann kriegen wir hoffentlich in Kürze noch eine weitere Baustelle dazu. Eine Großbaustelle, aber da gibt es noch keine Genehmigung. Und hier ist die Genehmigung da. Was es wert, erzähle ich euch später in diesem Video. Denn vielleicht kriege ich ja noch die Genehmigung für die andere Baustelle und dann kann ich euch gleich alles erzählen. Und hier ist jetzt fertig ausgekoffert. Der Mutterbogen ist komplett abgetragen. Und dann geht das morgen los mit Sandplatte bauen. Die soll Mittwoch fertig werden. Ja. Läuft sich so nach und nach zurecht. Wir haben vorhin die Höhen noch nachgemessen und festgelegt. Höhe Sandplatte. Immer wieder lustig. Na Uschi? Ist so. Ja. Die hat bestimmt wieder ihren Kopf im Vordersack gehabt. Moinsen, Dienstag, 18.
Juni. Ich wollte nur kurze Info abgeben. Zwischenstandsmeldung. Es ist kurz nach 8 oder sowas. 8:30 schon. Draußen wird gebaggert. Jens ist hinten am Umbauen und ich bin wieder am Packen. Ich werde das diese Woche nicht alles rauskriegen. Also seid nicht böse und habt keine Angst, eure Pakete kommen, aber ihr habt doch ein bisschen mehr bestellt, als wir uns erhofft hatten tatsächlich sogar. Und deshalb wird es ein, zwei Tage länger dauern. Also mal gucken, wir geben Gas, aber diese Woche, wie gesagt, werden wir höchstwahrscheinlich nicht alles schaffen. Ina ist da hinten da fleißig am Klamotten machen und ich packe den ganzen Quatsch ein. Also nochmal danke und nochmal, die Aktion geht noch, aber nicht böse sein, wenn das jetzt irgendwie vielleicht mal zwei Tage länger dauert. Wir halten aber auf jeden Fall die angegebene Zeit ein, also das kriegen wir hin. Später. Mittag durch. Da vorne wird weiter auf Füllsand gewartet. Nächster LKW dürfte eigentlich auch jeden Moment kommen. Da liegt schon Pflastersand, da liegt auch noch ein bisschen Mineral, da wird auch noch geprügelt. Da sollen die Steine herein. Und hier ist Jens zugang. Hat das, also der ist noch in der Mittagspause, der kommt gleich irgendwann wieder. Hat das Regal leergeräumt und das soll jetzt hier weg. Das soll hier alles weg, alles was hier steht. Das muss alles noch weg. Und dann, liebe Leute, muss das weg. Es ist endlich soweit. Ich kann euch jetzt verraten, was wir bauen. Also ich hatte ja in dem einen Video, wir müssen reden, versucht zu erklären, warum wir das Hofcafé dieses Jahr nicht öffnen. Jetzt blüten die Schafe. Ich verstecke mich lieber wieder hier, dass sie mir nicht sehen können. Die kriegen gleich das Futter. Das sind drei Baustellen. Also Baustelle 1 ist die Zuwegung. Das sollte hoffentlich dann auch mal nächste Woche fertig sein. Und dann haben wir zwei Großbaustellen, und zwar da vorne, ne, was ihr gesehen habt, wo wir den Stall abgerissen haben, und hier. Wir fangen hier an. Hier habe ich jetzt heute, gerade vor einer halben Stunde Vormittag, habe ich das gesehen, im Online-Portal vom Landkreis, vom Bauamt, dass die Genehmigung, die haben sich ein bisschen im Datum vertan, da steht 19. Das ist morgen. Also morgen wird das hier genehmigt. Wir bauen hier drei Felder an die Halle an. Es wäre unter Umständen hätte ein viertes gepasst, aber das ist eine ganz lange Geschichte. Auf jeden Fall kommen hier drei Felder ran. So, wir werden dann hier im ersten Feld, im ersten neuen Feld kommen zwei Tore rein, 5 Meter Tore auf dieser Seite, auf der anderen Seite. Dann kommt die, Giebelwand raus. Wir gucken uns das mal eben kurz von drinnen an. Damit ich das ein bisschen erläutern kann, wie wir uns das denken. Wir lassen jetzt die Bombe hier platzen. Jetzt werdet ihr alles gewahr. Ja, das Licht bringt nicht viel, ich weiß. Hier haben wir den RH-Bunker, der soll auch so stehen bleiben. Ach so, jemand fragte, was das ist. Das ist ein Stromaggregat. Unser Notstromaggregat und auch für die Beregnung, aber es steht hier, weil wir noch nicht beregnen müssen, Gott sei Dank. Das soll alles so stehen bleiben. Und der Gedanke ist, dass wir das Abkisten weiterhin hier machen. Das kann durchaus sein, dass wir noch mal ein bisschen hin und her schieben oder uns noch andere Ideen kommen. Aber erstmal ist das so die Idee. Die Giebelwand komplett raus, die wird nach hinten, die bauen sie uns aus und setzen die am Ende von dem dritten Feld dann wieder ein. Dass wir, ja, sparen ist keine Schande, ne? Nicht verschwenden, wiederverwenden. Das Thema zieht sich hier dieses Jahr richtig durch. Die ganze Wand nach hinten. Und dann haben wir hier dann als nächstes Jahr die Durchfahrt und dann zwei solche Felder, zwei 6 Meter Felder, das sind 3 6 Meter Felder, die rankommen, also 18 Meter, wird die Halle größer. So sind es 20 und da kommen 18 dran. Und dann ist das erstmal so gedacht für lose Lagerung, damit wir einen Großteil auch der Kartoffeln, die wir letztes Jahr noch in den Feldmieten lagern mussten, erstmal hier reinkriegen. So, wer sich mit Kartoffeln auskennt, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, der baut nicht ernsthaft für Stärke Kartoffeln in der Halle. Jein. Also, erstmal ist das so angedacht. Wir haben aber natürlich dann die Option auch, da vielleicht doch mal Pommeskartoffeln zwischenzulagern. Wir haben aber auch die Option, dann vielleicht mal ein bisschen Getreide. Wir machen ja nicht viel. Dieses Jahr sind es 23 Hektar Winterweizen. Aber vielleicht mal einen kleinen Moment, ein paar Wochen das hinlegen zu können und dann nicht den Preis in der Ernte zu kriegen, sondern vielleicht dann doch 1-2 Euro mehr. Das ist noch ein Gedanke dabei.
Und dann, weil die Steckefabrik, die ist ja normalerweise irgendwann Mitte Januar dann auch mal durch. Dieses war ja dieses Jahr, also die letzte Kampagne hat ja sehr viel länger gedauert. Aber da ist auch sehr viel, ja, es war nicht normal. Normalerweise ist das irgendwo Mitte Januar spätestens zu Ende. So, das bedeutet dann aber auch, dass wir von Januar bis Anfang Oktober oder sowas diese drei Felder auch frei haben. Und dann kommt eine Maschine rein. Jo, weil irgendwo müssen wir auch Maschinen lassen. Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass wir noch dieses Jahr noch Kennzeichen, zwei Stück benötigen. Das verrate ich jetzt aber noch nicht, aber vielleicht sogar doch in diesem Video, das weiß ich noch nicht. Wir brauchen noch Kennzeichen und das muss auch irgendwo stehen. So, und um noch einen Verdachtsmoment aufzulösen, nein, wir kaufen kein Kartoffelruder. Es wird hier kein Kartoffelruder geben. Dieses Jahr nicht. Was in Zukunft passiert, kannst du nicht wissen, aber wir haben kein Kartoffelruder gekauft. Nee, gibt's nicht. Jo, das dazu. Ja, was die Halle angeht, das war die Schnee. Diese Halle hier, die haben wir 2000, ich mach das Licht irgendwie aus, die haben wir 2000 gebaut. Und ich glaube, ihr könnt das gerne mal kommentieren, wenn ihr das besser wisst oder genau wisst. Irgendwann war doch in Bad Reichenhall, da war doch ein Hallendach eingestürzt von der Schneelast. Ich weiß das nicht, war das 2007, 2008? Ich müsste es googeln, ist jetzt, weiß nicht, ihr könnt es gerne schreiben, wenn ihr vielleicht sogar aus der Nähe kommt, wie das damals gewesen ist. Auf jeden Fall wurden dann ein Jahr später die Schneelasten erhöht. Ich glaube sogar deutschlandweit und auch bei uns. Und das bedeutet, dass wir die Halle nicht einfach hier anbauen können. Also wir hatten damals im Jahr 2000 extra noch die letzte Wand, das Ständerwerk stärker bestellt, das hat man noch umbestellt, das hat damals, ja, 2000 Mark, ne? Das wird so heute, dafür geht keiner mehr aus dem Haus für das Geld, das ist auch nicht mehr normal, aber es ist so, da ist jetzt quasi kein Endfeld hingekommen, sondern wie hier in der Mitte die Träger ausgeführt, das heißt, wir haben das damals schon so überlegt, ja, vielleicht will man das ja mal irgendwann in die Richtung erweitern. Und dann hätte man das tun können. Jetzt sind aber ja diese Schneelasten erhöht worden, also wird das nichts. Das bedeutet, dass wir hier komplett neue Ständer hinbekommen, direkt neben den alten Ständern, weil, wie gesagt, die Schneelast nach neuem Baurecht sonst nicht einzuhalten ist. So, und das ist auch mit ein Grund, weil sich das alles ein bisschen verschiebt, wo ich dann schlussendlich gesagt habe, komm, denn es werden jetzt drei Felder, das muss reichen. Irgendwann ist das ja auch eine Preisfrage, ne? Jo, das wird, wie eigentlich bei jedem landwirtschaftlichen Bau, wird das Ganze... Seid ihr noch da? Wieso geht das nicht? Seid ihr noch da? Ja. Wie bei eigentlich jedem landwirtschaftlichen Bau wird das Ganze finanziert auf 20 Jahre. Ich werde das aber ohne Zinsbindung machen bis 26. Das hat auch ein bisschen mit Pokern zu tun, aber das Zinsniveau ist relativ hoch aktuell. Ich persönlich glaube, und das hat auch viel mit Glauben zu tun und nicht alles mit Wissen, aber ich persönlich glaube, dass das tendenziell eher runtergeht. So, wenn man das Ganze googelt, stellt man auch fest, dass auch Finanzexperten eigentlich erwarten, dass im ersten Halbjahr 26 das Ganze unter 3% ist. Und das ist aktuell so mein Gedanke und meine Taktik, kann sich auch noch ändern, aber dass wir sagen, komm, keine Zinsbindung, Laufzeit 20 Jahre, aber keine Zinsbindung und dann in dem Moment, wo der Zins besser schmeckt, das dann festzuzurren. Muss man sehen, ne? Also ist alles noch nicht zu Ende diskutiert und debattiert, aber ja, das ist so der Gedanke. So, jetzt wisst ihr erstmal, was wir hier vorhaben. Großbaustelle, mittlere Baustelle, Zuwegung, aber hoffentlich bald fertig. So, und was passiert jetzt da vorne? Ja, wollt ihr es wissen? Schreibt es mir in die Kommentare, erzähle ich im nächsten Video. Nein, Spaß, ich erzähle es euch. Also, wir wollten ursprünglich, war der Plan, aber das auch schon vor fast 10 Jahren, hatte ich schon mal den ersten Ansatz. Ich wollte gerne unser Wohnhaus entkernen und sanieren. So, und dann, ja, das Problem ist, das verdient kein Geld. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem, ne? Wenn ich eine Maschine kaufe, Schlegler, Schlepper steht da hinten, oder eine Halle baue, Kartoffelhalle anbaue, dann kann ich mir da was bei ausrechnen und dann kann ich damit Geld verdienen. LKW verdient Geld. Wohnhaus verdient natürlich kein Geld. Es ist aber auch so in der Landwirtschaft, dass in der Regel, wenn man nicht in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren neu gebaut hat, man auch nur die laufenden Kosten hat, aber man zahlt in der Regel keine Miete. Das ist ja Betriebsleiterhaus. So, long story short, wir wollten das ganze Ding gerne kernsanieren, dann sind wir da mit den Fachleuten durchgetobt, mehr oder weniger. Also im Grunde genommen reicht schon von außen gucken und unseren Erzählungen folgen.
dann stellt man sehr schnell fest, dass da leider überhaupt keine Rechnung dran ist. Also wir haben, das ist eine Lehmschlachtdecke, das Haus ist 1926, also fast 100 Jahre alt. Lehmschlachtdecke und die ist komplett feucht. Also in der Küche kommt die Tapete runter und da fällt schon, man sieht das, dass sich das durchbiegt, dass es unten runterkommt. Auf der anderen Seite gespiegelt, da ist das genauso der Fall. Da haben wir bei Starkregen sogar eine Pfütze im Raum und dann hatte ich mir ein Angebot geben lassen, das ist aber jetzt auch schon, das war letztes Jahr irgendwann, ein Angebot für ein neues Dach für das Wohnhaus. Leider. Alleine das Dach schon so teuer und dann haben wir nur das Dach neu. Dann kommt zwar kein neues Wasser rein, also zumindest nicht von oben, von unten kommt immer noch Wasser. Aber die Decke ist immer noch da. Also man müsste wirklich die Wände rauskloppen, Decke rauskloppen, alles komplett neu machen. So, und dann sagt der Architekt, ja, das kannst du im Grunde genommen, legst ein bisschen Geld drauf, hast ein neues Haus. Ja, und mit der Aussage sind wir dann, ich weiß nicht, wie lange haben wir da drüber gegrübelt. Also wir haben uns das echt nicht leicht gemacht und haben dann aber final gesagt, gut, okay. Und Vater dann sagte auch, schieb das doch einfach weg. Ja, und wenn Papa das schon sagt, ne, dann hört man da ja auch drauf. Also wird das so kommen. Wir bauen ein neues Betriebsleiterhaus, deutlich kleiner als das bestehende Haus, weil diese Fläche, die das Haus hat, die brauchen wir nicht. Und die ist abgesehen davon auch überhaupt nicht zu bezahlen heutzutage. Keine Chance, geht nicht. Aber wie gesagt, wir brauchen auch nicht mehr so viel Platz. Jedes Kind bekommt sein Kinderzimmer, das ist klar, aber wir brauchen jetzt keinen Keller, wir brauchen keinen riesengroßen Hauswirtschaftsraum, wir brauchen kein Büro da drin, das haben wir ja alles. Von daher, ja, wird es dann dementsprechend kleiner. Man sieht ja die Platte da, wie groß sie ist. Das ist jetzt von der Fläche her natürlich auch das schon deutlich kleiner als das andere. Es wird ein Standardhaus, zweistöckig, Spitzboden und das war's. Jo. Jetzt wisst ihr, worum es geht. Ich wollte ganz gerne die Genehmigung da von der Halle noch eben abwarten. Wie gesagt, das war jetzt gerade erst online und habe dann gedacht, dann kann ich euch alles in einen Abwasch erzählen. Gefällt mir besser. Wenn ihr dazu Fragen habt, haut es in die Kommentare gerne. Ich muss zurücklaufen, ich habe mein Fahrrad da stehen lassen. Haut es mir in die Kommentare, beantworte ich gerne, was ich beantworten kann. Oh, da ist eine Ziege draußen. Scheiße, Mann, ey, wo ist die denn jetzt schon wieder rausgekommen? Naja, um das abzuschließen, wenn ihr Fragen habt, fragt, das ist Christoph. Wie ist der denn jetzt? Gestern hatten sich das da hinten aufgebraggelt. Da hat Jens aber eine neue Platte reingeschraubt. Das ist doch Christoph. Dann hole ich erstmal Futter, so kriege ich den sowieso nicht. Oh, Mann, ey. Gibt's doch nicht. Jo, also, jetzt ist natürlich das Problem bei der Halle. Ich wollte das ja natürlich gerne diese Ernte schon nutzen. Wer da Lust hat, darf die Daumen drücken. Ich weiß nicht, ob das noch klappt. Die Genehmigung hat ein bisschen länger gebraucht, als ich gehofft hatte. Und der Hallenbauer fängt natürlich auch so richtig erst an zu produzieren, wenn die Genehmigung da ist, weil ohne Genehmigung ist das Risiko einfach zu groß und die Halle ist auch bestellt, vorbehaltlich Genehmigung und Finanzierung, was sinnig ist, was aber den Nachteil in sich birgt, dass die vorher nicht anfangen, das Ding zu bauen. Ja, jetzt hoffe ich, dass das da schnell vorangeht und dass wir da im Herbst schon mal irgendwie ein Dach drauf haben wenigstens. Ne? So, ich fange jetzt mit dem Ziege, bis gleich. So, und jetzt verrat mir mal, wie du da rausgekommen bist, du Depp. Das erzähl mir mal. Stopf ihn mal eben nach, bitte. Wo ist die kleine Ratte schon wieder raus? Ist da hinten wieder offen? Das kann natürlich auch sein hier. Mann, ey. Ja. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, voll. Da brauchen wir ein paar Schrauben.
Aber die Tür haben wir ausgebaut da, ja. Sonst hätten wir das zumachen müssen. Gibt's doch alles nicht. Ja, ja, ja. Sabbel nicht. Warte mal da! Warte mal da! Komm rum, nach da hin. Weg, ne? Nee. Muss das Auto ein bisschen vor. Hilft alles nichts. Mache, hole Schlüssel. Okay. Ja. 2 Meter vor, dann passt das. So, das Regal soll da natürlich nicht stehen bleiben, aber es soll da erstmal weg. Wir haben, oh, jetzt klingelt das Telefon. Na, das hat auch mal funktioniert. Das sieht gut aus. Dann kann dieser Stapel auch schon wieder weg oder Jens stellt den weg, egal. Willst du diesen behalten oder den? Welchen Stapler du benutzen willst? Soll ich diesen wegbringen oder den? Bring den mal weg. Ja. Was denn jetzt? So, Telefonat war jetzt eben doch ganz interessant. Das war nämlich der Hallenbauer. Wir haben jetzt erstmal einen Aufstelltermin fixiert, der tatsächlich noch, wenn alles glatt geht, wenn, sind noch viele Wenns, aber wenn alles glatt geht, passt der zur Ernte. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn das klappen würde. Jetzt muss ich das noch mit dem Tiefbauer besprechen und mit dem Betonbauer. Der Beton muss ja auch im Moment abbinden, bevor der Hallenbauer darauf kann. Aber läuft sich irgendwie alles zurecht. Muss ja. So. Ich gehe noch mal ein paar Pakete für die lieben Zuschauer packen, ne? Mach mal, ja. Alles klar. Jetzt fängt er schon an zu schiffen, wa? Scheiße. Das ist auch richtig kacke. Wir haben in Osterfesede, da ist Vater heute Mittag hingefahren mit der Spritze, noch einmal Krautfäule. Das Problem ist, wir wollten eigentlich Samstag, aber wir kommen da übers Wochenende nicht hin, weil Hurricane Festival ist. Da ist alles dicht und alles scheiße. Naja, und dann muss das ja auch alles noch mit dem Wetter irgendwie passen. Und da dachten wir gerade, das passt. Aber naja, wenn es jetzt bei ein paar Tropfen bleibt, dann geht's noch. Guten Morgen, Mittwoch, 19. Juni, kurz vor 8. Ich habe vorhin schon
angefangen, ein paar Pakete zu packen. Eben habe ich mit Jens unseren obligatorischen Kaffee getrunken. Jens geht jetzt erstmal bei im Gartenhaus weitermachen. Da müssen wir noch Schlitze schlitzen für Stromkabel, weil wir da Lichtschalter muss noch neu und ein paar Steckdosen müssen da noch rein. Das ist ja auch noch eine kleine Baustelle, die ich gestern vergessen habe zu erwähnen. Das muss alles fertig. Der Klempner ist jetzt auch schon länger nicht mehr da gewesen. Da muss ich nochmal anrufen, fragen, wann die beide machen können. Ich meine, wir haben ja noch Zeit, aber nachher läuft die Zeit dann doch wieder weg. Ne? Das muss ja Mitte August hätte ich das gerne fertig. Damit das dann, wenn die Erntehelfer dann irgendwann, weil das kommt auf den Tag genau, wissen wir es nicht. Wenn die Erntehelfer dann irgendwann kommen, dass das dann auch fertig ist. Jo. Das war das. Siehst du, da muss ich mich dann auch nochmal mit der Lohnbuchhaltung auseinandersetzen, wie wir die Anmeldung machen. Muss mir mal, ist notiert. Ja, es ist auch noch ein bisschen Bürokram liegen geblieben. Die wichtigen Dinge, die ich abarbeiten musste, habe ich Gott sei Dank fertig. Also Nachbauerklärung zum Beispiel musste fertig, die habe ich gestern gemacht. Zwischendurch noch, da ist Stichtag 30.06. Also nächste Woche wäre es auch noch gegangen, aber auf dem allerletzten Drücker ist das irgendwie auch ein bisschen Panne. Das ist fertig. Ja, ansonsten steht krautvolle Behandlung an. Da fährt verdammt gleich los. Wir haben aber noch ein bisschen Ärger mit der Spritze. Der Computer von der Lampenspritze verliert den Schlepper immer, die Verbindung. Also, ja. Verbindung haut nicht hin. Wenn es jetzt wieder nicht hinhaut, müssen wir den Schlepper wieder tauschen. Das war bei dem 716 auch hin und wieder mal, aber es war wegzudrücken. Also ein paar Mal schalten und dann ging's. Und beim 718 geht's gar nicht. Und in der Werkstatt ist man genauso ratlos. Die wissen auch nicht, woran es liegt. Finden Fehler nicht. Das nervt extrem. Nervt extrem. Also nach meinem Empfinden kann das ja eigentlich nur noch am Spritzcomputer liegen. Kabel haben wir getauscht. Ja, Punkt. Kann eigentlich nur am Spritzcomputer liegen. Aber es hilft alles nichts. Wir müssen ja irgendwie die krautvolle Behandlung weitermachen. Ne? Das ist wichtiger als irgendwie, welcher Schlepper davor ist. Also bauen wir das jetzt wahrscheinlich gleich um. So, das dazu. Dann wird heute hoffentlich dann die Sandplatte fertig. Zuwegung. Diese Woche definitiv nicht. Ja, irgendwas ist immer, ne? Gut, also Pakete packen. Ich hatte ja gestern, glaube ich, gesagt, ich kriege das diese Woche nicht fertig. Ich werde, wenn jetzt nicht noch, wer weiß, was alles dazwischen kommt, werde ich wohl morgen fertig mit allen Bestellungen. Also auch die, gestern Abend kamen noch wieder welche. Aber dann müsste ich eigentlich mit denen, bis zumindest Stand jetzt, morgen fertig werden. Jo, so, jetzt aber erstmal weiter packen und vermutlich mal mit der Spritze nach hinten. Spritze umbauen. Sandplatte ist fast fertig. Fehlt nicht mehr viel. So, ich wollte noch mal was zeigen. Und zwar hatten wir eben einen Baumgutachter von der Landwirtschaftskammer hier. Weil alle, die hier bauen und gucken, inklusive Architekt und Baufirma, sagen, dass das hier nicht geht. Ist Gammel. So, und dann habe ich gesagt, okay, weil man darf ja nicht einfach so einen Baum wegmachen. Er sagt jetzt, der Gutachter von der Kammer sagt, der muss definitiv weg. Er hat Fotos gemacht mit Zollstock und alles. Und jetzt muss er einen Antrag stellen. Mal gucken, was passiert. So, Jens richtet den Schaden. Richtest du das hin? Ich richte das hin, ja. Ja. Naja, läuft. So, um das eben das Thema zu Ende zu bringen, Baum. Das Schöne ist, ich hatte tatsächlich die Befürchtung, dass er sagt, ja, die anderen beiden müssen dann auch weg wegen Windlast. Aber die stehen wohl weit genug auseinander. Und man kann das bei dem auch sehen, dass der nach links auch auslädt. Von daher dürfen die da bleiben. Und das ist wirklich gut, weil das sieht ja sonst total scheiße aus. Wenn da jetzt alle drei weg wären, das geht gar nicht. Aber der aus der Mitte, das ist dann für drei Tage ungewohnt und dann haben wir aber trotzdem noch schöne große Bäume auf dem Hof und das ist auch gut so. Ja, bin ein bisschen erleichtert. Moment.
weitermachen. Aber ich kann euch noch eben was erzählen. Und zwar war der Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer gerade eben nochmal da. Netterweise, muss man dazu sagen. Also da ganz liebe Grüße und vielen, vielen Dank. Er hatte dann schon mit der unteren Naturschutzbehörde telefoniert, die für uns und für das zuständig sind. Und die haben gesagt, ja, aber Artenschutz geht über Standsicherheit. Man muss sich das ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das kommt ja immer drauf an, wo ist Standsicherheit jetzt wichtig. Das gilt aber, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, grundsätzlich. Artenschutz über Standsicherheit. Das bedeutet, dass du dann, wenn da Bewohner drin sind, sprich primär geht es denen da wohl um Fledermäuse, dann darfst du nicht wegsägen. Dann musst du bis zum Winter warten. Was das aber mit sich bringen kann, also in diesem Fall, okay, also wenn das so sein soll, bitte, dann warten wir bis Oktober und dann muss das eben dann gemacht werden. Aber vom Grundsatz, Artenschutz vor Standsicherheit, wenn das an der Straße ist oder ein bewohntes Haus darunter steht oder es ist ein Sturm und da steht nur ein Mensch drunter, dann ist es natürlich richtig und wichtig, dass wir Artenschutz vor Standsicherheit haben. Definitiv. Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich pack weiter. Ich pack's nicht. So, währenddessen ich hier auf dem beim Ziegenstall, Ziegengehege bin, die Schafe sind nicht mehr da, die sind gestern gegangen alle und die beiden Kängurus auch. Und da mache ich jetzt hier den Zaun auf, dann können die Ziegen hier rein, dann können die das alles mit abnagen, dann haben die was zu tun. Ja, dabei haben wir hier Stau in Bulsdorf, da stehen sie überall, Schlange, weil alle zum Hurricane, da hinten auch alles voll, da hinten die ganzen Autos stehen alle. Heute ist Anreise. Das Hurricane Festival. Da ist dann wieder ordentlich was los. Da könnt ihr vielleicht schlecht sehen jetzt, aber naja. Ja. Und die Ziegen genießen das hier. Donnerstag, 20. Juni. Es ist jetzt gleich schon 12 oder was? Wie spät? 11:30. Die Ziegen sind draußen? Ja, ich gehe mal gucken. Es ist jetzt 11:30. Ich habe es eben noch gepackt. Und liebe Leute, was soll ich sagen? Ich habe es geschafft. Ich habe alle Pakete fertig. Zwei sind noch nicht bezahlt. Die sind nicht fertig. Dazu muss ich auch sagen, wenn ihr dieses Video seht, kann ich erst wieder, also das kommt Sonntag, soll das hier online, kann ich erst wieder am Donnerstag packen. Mir fehlt schlichtweg Verpackungsmaterial. Ich habe nichts mehr da. Ist alles bestellt, aber die haben Lieferschwierigkeiten, naja, wie das alles so ist. Also seid mir denn nicht böse, wenn ihr auf was wartet. Am nächsten Donnerstag geht das los, dann gehen die nächsten wieder raus, wenn ihr bestellen mögt, was uns freuen würde. So, jetzt Ina sagt, die Ziegen sind raus, dann gehen wir da mal eben gucken. Ach, das sind doch nur die beiden Kleinen, die gehen immer raus. Die kommen ja noch durch den scheiß Zaun durch. So, ich will mal eben gucken, wo Jens steckt. Ah, ja,
und wir haben Stau hier überall. Das ist überall kompletter Hurricane-Anreisestau. Die beiden Ochsen da echt. Hurricane-Anreisestau. Da laufen schon welche zu Fuß. Also hier staut es sich, kann man das sehen, aber das staut sich. Ich weiß gar nicht, warum die durch Wulstorf schicken. Das war ja ein paar Jahre gar nicht der Fall. Die Leute sind bei der Anreise immer nur hinten rum. Da ist auch überall Stau da hinten, das seht ihr jetzt nicht, aber das ist komplett dicht. Und Abreise sind die dann immer durch Wulstorf gefahren mit. So, das wäre doch lustig für. Ach, ist offen. Für den Schulbus. Das wird richtig lustig für den Schulbus. Wer weiß, wann unsere Kinder nach Hause kommen heute Abend oder so. Krass. Das steht alles voll. Bratmensch, da. Jens! Wir müssen Eis an der Straße verkaufen. liebe Leute, das haben wir auch schon, ich weiß nicht, wie oft versucht. Wir haben ein Jahr bei Hurricane-Anreise, da hatten wir den ganzen Laden voller Bier und wir haben uns da reingesetzt und haben gedacht, wir können noch Bier verkaufen. Da kam keine Sau und wir mussten ganz schön viel Bier trinken. Dosenbier. Also, nee, das ist für uns kein Geschäft, das Ganze. So, und Jens macht hier einen Zaun auf. Ja. Den Kängurus weggelaufen, ne? Ich will lieber ein Fass aufmachen, aber. Ja, den Kängurus weggelaufen. Nein, die Kängurus sind nicht weggelaufen. Wir haben gestern schweren Herzens Tiere verkauft, nochmal. Also wir haben die beiden Kängurus verkauft und Schafe haben wir verkauft, weil das einfach zu viel wurde. Fressen einen die Haare vom Kopf und Kängurus saßen immer nur da und haben dumm geguckt, ne? Ja, hier ja. Bin ich jetzt, ne? Ja, und wir sind auch nicht rangekommen. Also wir haben sie gestern gegriffen. Die leben jetzt auf der Kamelfarm, da wo sie auch hergekommen sind. Leben sie weiter und wir haben aber dafür, wo sind denn die beiden jetzt? Hintere Hütte. Wir haben zwei neue Alpakas dazu bekommen. Also wir sind so ein bisschen am Umorganisieren. Nächstes Jahr, wenn Kaffee wieder losgeht, dann wird das hier auch wieder anders sein. Aber wir sind jetzt gerade dabei, beziehungsweise wir sind jetzt fertig damit, den ganzen Tierbestand ein bisschen zu ändern, wie man sieht. Also wir haben jetzt einen Alpaka-Hengst dabei, damit es irgendwann Nachwuchs gibt. Der ist aber erst ein Jahr alt, also der ist noch nicht zeugungsfähig. Die Gänse, die ziehen nachher um zu den Ziegen. Das wissen die nur noch nicht. Und da ist der kleine Hengst mit seinen Knopfaugen. Den wollte Ina unbedingt. Ich hatte mir einen anderen Hengst ausgesucht. Aber ja. Und eine Stute ist da noch bei. Ne? Wie alt die Stute ist, wissen wir nicht. Noch nicht. 3-4 Jahre bestimmt. Aber die wollen auch mit den beiden da im Moment, die haben sich noch nicht angefreundet. Das dauert noch ein bisschen. Gestern Abend ist eingezogen, ne? Ja. Aber der kleine Hengst, der hat so krasse Teddy-Knopfaugen, das gibt's überhaupt nicht. Verrückt. Guck mal. Zeig dich mal. Ja. Ja, Feini. Feini. Ja, wir müssen uns auch erst noch kennenlernen. So, und jetzt, da die Kängurus ausgezogen sind, ist Jens heute Morgen schon angefangen und hat den Baustahlmattenzaun umgesetzt. Dann noch, wir hatten noch drei Bauzaunfelder, die stehen da. Und dann hat Jens noch ein paar anderen Zeug zusammengesucht. Weil wir hatten ja immer bei dem Wildschutzzaun das Problem, dass die Ziegen sich da durchgeoxt haben, durchgedrückt. So, und jetzt sollen die Ziegen nämlich hier mit grasen dürfen, weil hier ist so viel Gras. Die Kängurus, die waren gut satt und haben aber auch wenig geknabbert, ne? Jo, schauen wir mal. Bin mal gespannt, was die Ziegen dazu sagen. Ist schon wieder Nachmittag. Mir fällt gerade, ich will mit Jens gleich eben den Baum wässern. Jens kommt ja schon mit dem Weidemann. Wollte mal ganz kurz sagen, da hatten ein, zwei Leute kommentiert, hier, wir sollten noch an die Lampen denken, die wir hier anbauen wollen. Jo, die haben wir nicht vergessen. Aber jetzt wisst ihr auch, warum wir hier noch nichts gemacht haben, weil wir hier anbauen. Das machen wir dann alles in eins. Da müssen wir sowieso Elektrik im neuen Teil neu hinziehen, Strippen ziehen, Steckdosen bauen, Licht bauen und so weiter. Und dann soll das in einem Zug dann eben alles passieren. Das ist so der Plan. So, mal gucken, dass wir den IBC an den Baum kriegen. Es soll jetzt morgen noch ein bisschen regnen, aber nicht mehr so schlimm. Also für alle, die beim Hurricane Festival sind, für die sind das sicherlich gute Nachrichten. Aber der Baum soll noch mal Wasser haben. Jens hat Schrott sortiert. Und dann gehen wir mal eben beim Baum bei.
den Eseln jetzt die andere Seite noch mitgegönnt. Können sie das lange Gras mal runterkauen. Und dann stehen sie jetzt auch nicht im Weg, wenn wir den Baum wässern wollen, wie sonst immer. Jetzt werden sie neugierig. Haben sie alle angedackelt. Ist aber nichts drin. Ihr sollt erstmal Gras fressen. Es gibt jetzt kein Heu. Könnt ihr knicken. Ist voll nicht drin. Wir haben nur sauber gemacht. Kommst nicht rum, soll ich dir helfen? Geh doch. Ja, so, tschüss. Kommt Olaf auch noch. Feini. Toll. Moinsen. Freitag, 21. Juni, kurz nach 8. Bin gerade auf dem Rückweg von der Kartoffeltour. Ich wollte eigentlich gestern, aber ich hatte so einen Riecher und der war genau richtig. Ich wäre voll in den Anreisestau gekommen vom Hurricane. Deshalb habe ich das auf heute Morgen verschoben. Ich habe gestern noch zwei Bestellungen reingekriegt. Die mache ich jetzt gleich noch eben fertig. Und dann habe ich Physio. Dann mache ich Physio. Heute passiert nicht ganz viel. Jens hat noch frei heute Vormittag. Der hatte zu Hause zu tun. Ja, und dann sehen wir mal weiter. Ne? Bis gleich. Jetzt bin ich auch endlich. Da ist so ein Polizeiauto. Schichtwechsel vermute ich mal. Und die haben das gerade gar nicht eilig. Wundert mich. Polizei. Also, bis gleich. Jo, Michi ist da von Schröder Landmaschinen. Der hat uns was mitgebracht hier, ein Frühstücksbrett für den 718. Das sagt Sven, soll ich mal eben einbauen. Ich muss mir das mal angucken, wie das geht. Und dann gleich mal auspacken und dann anpassen. Mal gucken. Auf die Tür. Schauen, wo der hingehört. So wie das auf dem Bild aussieht, gehört das ja wohl irgendwie hier hin. Mal gucken. Stelle ich euch mal hin. So. Was ist denn? Abgestürzt, Entschuldigung. Boah, dahin? Ja, da ist Magnet, da hält das besser. Ne? So. Aha, so sieht das ganze Stück aus hier. Donnerschlag. So,
Jetzt muss es ja mal irgendwie hier reinpassen, ne? Vermutlich so. Zack! Oder? Warte. So. Nee. So. Muss ja auch lesbar sein, was da drin steht. So. Oh, fantastisch. Ja, das ist ja feini. Sehr geil. Das liegt doch toll hier drinne, wenn es nicht gerade bei mir in der Tasche ist. Ja. Danke, Michi. Super. Cool. So. Nachbarn sind am Blechmachen da an ihrer Halle. Ich finde das auch richtig schick hier, wenn die Auffahrt fertig wird. Dann macht das mal Spaß, vom Hof zu fahren und wieder rauf. Tada! Aus die Maus. So, eben war noch ein Mitarbeiter von Schröder hier, weil die Datenübertragung nicht so funktionieren wollte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu blöd war oder ob da irgendwas nicht in Ordnung war, aber jetzt geht's. Also ich kann jetzt vom PC aus die Schläge, Maschinen, alles Mögliche auf den Schlepper schicken und die Aufträge vom Schlepper wieder zurück ins Büro auf den Computer. Ne? Toll. Klappt jetzt. So, ja, haut hin. Ja. Alles subi. Das Einzige, was noch gemacht werden muss, ist dieser Job, wie heißt das Ding? Multimedia Entertainment, oh mein Fahrrad. Ja. Multimedia Entertainment, das muss auch mal getauscht werden. Mhm. Weil das scheint tatsächlich ein Hardware-Problem zu sein. Kriege keine Verbindung zum Handy. Das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend, aber wenn man einen neuen gebrauchten Schlepper kauft, dann darf auch gerne alles funktionieren. Und dann wollen sie das halt noch in Ordnung bringen. Jo, so. Jetzt ist die Woche rum, ne? Ja, ja. Machen wir Wochenende. Ja, wir machen jetzt Wochenende. Hurricane. Ja, Hurricane. Ja. Eben konnte man das, der Wind steht so gut, wenn man leise ist, hört man die Mucke vom Hurricane. Das ist immer geil. Manche Jahre haut das gar nicht hin, wenn der Wind komplett anders weht, aber man kann es hören. Also, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Hoffen wir, ne? Ja. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video nächste Woche wieder. Ja. Dann haut mal schön rein. Wir trinken jetzt noch was Kaltes und dann ist Schluss hier, ne? Also, Fizzing! Ach, ich fahr gleich eben auf den Parkplatz. Bringst mir eine Fritz mit? Jo. Mega. Tschüss. Liegt da Stroh rum? Das sind die beiden neuen. Ach, habe ich ja schon gezeigt, ne? Das Video ist eigentlich auch schon zu Ende. Aber wir müssen ja noch füttern. Teddy! Guck mal! Ach komm. Ja, komm, hier könnte rangehen. Komm hier. Oh, siehst du. Geht doch. Ja, Teddy, du auch. Geh mal ran. Ja, probier aus beiden Eimern. Vielleicht schmeckt das anders. Hast recht. Taucht euch das? Sieht so aus. Mahlzeit. So, ihr seid gleich dran.